Kolleginnen und Kollegen, aber auch liebe Kunden, die jetzt wahrscheinlich etwas überrascht sind zum Teil von dem heutigen Auflauf hier in der Lounge in Nürnberg und möchte mich zumindest bei Ihnen entschuldigen, falls es bei Ihnen Unannehmlichkeiten gibt, weil Sie die Zeit hier in der Lounge anders geplant hatten. Aber ich hoffe, Sie haben auch ein wenig Spaß an der Veranstaltung, die circa eine Dreiviertelstunde dauern wird. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass Sie hier unserer Einladung heute gefolgt sind, um die Lounge hier in Nürnberg zu eröffnen. Und wie Sie wissen, ist Nürnberg für die Deutsche Bahn ein ganz besonderer Standort, ein ganz besonderer Ort. 1835 wurde hier die Strecke eröffnet, Nürnberg-Fürth. Wir haben im Jahr 2006 dann auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt-München in Betrieb genommen. Und Ende des Jahres freuen wir uns auf eine weitere neue Ära des Bahnverkehrs in Deutschland. Wir werden die neue Strecke in Betrieb nehmen, Schnellfahrstrecke von Nürnberg nach Ebensfeld, von Ebensfeld weiter nach Erfurt. Das gehört noch zu einer Vollendung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, abgekürzt VDE. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, diese neue Strecke Ende des Jahres in Betrieb nehmen zu können, weil sie diese Region auch ganz anders an den Nordosten der Republik anschließen wird und Reisezeiten erheblich verkürzt. Wir haben Reisezeitverbesserungen von bis zu 2 Stunden im Nordosten der Republik. Sie werden in 3 Stunden 15 Minuten hier aus Nürnberg zukünftig in Berlin sein. Sie werden auch in circa 2 Stunden Leipzig erreichen oder auch die thüringische Landeshauptstadt Erfurt in 1 Stunde 15 Minuten. Das sind natürlich alles wundervolle Verbesserungen, aber umso mehr freue ich mich auch darüber, dass wir jetzt schon, bevor wir diese Schnellfahrstrecke eröffnen, hier im Sommer 2017 diese neue Lounge in Nürnberg einweihen dürfen. Wir feiern in diesem Jahr den 20-jährigen Geburtstag der DB Lounges. Haben wir 1997 die erste Lounge in Betrieb genommen und merken auch, dass die Lounge ein ganz wichtiger Reisebestandteil ist für unsere Kunden. Ca. 60% der Besucher der Lounges nutzen sie, wenn sie auf einen Zug warten, bevor Antritt der Reise. 30% der Gäste nutzen die Lounge bei Umstiegen. Aber wir haben eben auch Gäste, die die Lounge einfach nutzen, wenn sie mal in der Nähe des Bahnhofs sind und die Berechtigung haben, diese Lounge hier auch zu nutzen. Der Umbau dieser Lounge und jetzt die Neugestaltung ist natürlich dem geschuldet, dass wir nach 20 Jahren dachten, naja, es ist mal Zeit, auch die Lounge, das ist das Lounge-Konzept, den aktuellen modernen Reisebedürfnissen der Kunden auch anzupassen und zu schauen, wie denn diese Reisebedürfnisse letztendlich auch aussehen. Und es ist Teil unserer Qualitätsoffensive, die wir 2015 als Konzern gestartet haben, wo wir uns dem verschrieben haben, das Reisen für unsere Kunden wesentlich besser und angenehmer zu machen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in den letzten 2 Jahren da schon erhebliche Fortschritte erzielt haben. Viele von Ihnen, die häufig mit uns fahren, werden das hoffentlich gemerkt haben. Im letzten Jahr haben wir die Pünktlichkeit schon um 4,5 Prozentpunkte steigern können, nachdem wir in den 10 Jahren davor circa jedes Jahr 1 Prozentpunkt Pünktlichkeit leider verloren haben. Auch in diesem Jahr steigern wir die Pünktlichkeit weiter. Wir sind in diesem Jahr schon bei über 80% Pünktlichkeit. Das sind fast 2 Prozentpunkte mehr als noch im vergangenen Jahr. Also auch hier wieder auf einem sehr guten Weg. Aber wir haben noch eine ganz gewaltige Anstrengung vor uns, das entsprechend auch noch besser zu machen. Seit Anfang des Jahres haben wir auch das WLAN und unsere ICEs eingebaut. Auch das ein Dienst, der sich großer Beliebtheit erfreut. Und wir haben die Reisendeninformation sukzessive verbessert. Und jetzt freue ich mich eben auch, einen weiteren wichtigen Teil der Reisekette, die Lounges hier, mit Ihnen entsprechend vorstellen zu dürfen. Wir haben auch bei der Entwicklung des Lounge-Konzeptes ganz neue Wege beschritten. Wir haben dieses Lounge-Konzept nicht wie üblich vielleicht in der Vergangenheit einfach am grünen Tisch entwickelt. Nein, wir haben dieses Lounge-Konzept gemeinsam mit Mitarbeitern und mit unseren Kunden entwickelt, sozusagen von den Kunden für die Kunden, um einfach besser darauf reagieren zu können, was denn eigentlich die Bedürfnisse sind. Wir sind dabei schrittweise vorgegangen. Wir haben erstmal Designvorgaben entwickelt, das Ganze ausgeschrieben, dann in einem Designwettbewerb. Aus dem Designwettbewerb, die Vorschläge wurden dann erstmal nur digital visualisiert, den Kunden wiederum vorgestellt, den Mitarbeitern. Wir haben sie weiter verbessert und am Ende eigentlich ein Probemodell in Frankfurt aufgebaut von dieser Lounge, um zu prüfen, wie wirkt das denn, wie wirken die Möbel, wie wirken die Farbgestaltung und haben dann entsprechend das Lounge-Konzept weiterentwickelt. Heute sehen Sie einen weiteren Meilenstein dieser Lounge-Konzeptentwicklung, denn wir sind noch nicht am Ende. Wir haben mit Nürnberg den ersten Standort gewählt, um das Lounge-Konzept ins Leben zu rufen. Und wir werden das jetzt auch erstmal im Reisebetrieb, im Echtbetrieb ausprobieren. Wie funktioniert dieses Lounge-Konzept für unsere Mitarbeiter? Wie funktioniert es aber auch natürlich insbesondere für die Kunden? Wie kommt es an? Was müssen wir noch weiterentwickeln und verbessern? Und erst wenn wir dann nach dem Probebetrieb sozusagen Pilotierung dieses Standorts das Konzept weiter verfeinern können, werden wir es auch sukzessive an den anderen Standorten ausrollen.
Was ist jetzt das Besondere hier an der Lounge und was sehen Sie dort? Wir haben zum einen, das hinten in der Ecke sehen Sie, das einen Ruhebereich eingerichtet, in dem die Leute eben, die ausruhen möchten, entspannen möchten, auch einen Rückzugsraum finden. Wir haben dort extra Materialien verwendet von den Sitzen, von den Teppichen, die sehr akustisch dämmend sind und eben auch für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Wir haben aber natürlich auch Arbeitsbereiche. Arbeitsbereiche, an denen Sie Steckdosen finden. Wir haben Telefonnischen, in denen Sie telefonieren können. Und die Lounge ist mit einem neuen Hochleistungs-WLAN ausgestattet, sodass Sie hier auch besser surfen können als noch in der Vergangenheit. Und es gibt natürlich hier den Bistro-Bereich, in dem Sie bei einer Tasse Kaffee sich unterhalten können oder einfach nur Ihren Aufenthalt hier in der Lounge entsprechend genießen. Ja, es gibt noch eine Besonderheit. Wenn Sie mal um die Ecke geschaut haben, dann sehen Sie hinten im Eck ein Bild, wie ich finde, sehr eindrucksvolles Bild aus dem Naturpark Bayerischer Wald. Und das ist dem geschuldet, dass wir hier eine besonders engagierte Region auch haben, wo wir zusammen mit dem BUND, dem VCD, hier auch schon seit längerem eine Kooperation haben am Thema Fahrziel Natur. Und um das letztendlich auch zu würdigen und zu ehren, haben wir hier eben noch ein Motiv aus dem Bayerischen Wald hier in dieser Lounge integriert. Das wird auch ein Bestandteil der zukünftigen Lounge-Konzepte an anderen Standorten sein, um entsprechende Naturziele hier auch mit einzubringen. Ja, zuletzt möchte ich natürlich auch nicht vermissen und verpassen, dem Team zu danken, was dahinter steht. Denn bevor so eine neue Lounge hier steht, ist natürlich eine ganze Menge Arbeit notwendig, auch diese ganzen Prozesse zu begleiten, Kunden, Mitarbeiter einzubinden. Und als allererstes möchte ich einer Person in Abwesenheit danken. Das ist der Carsten Müller, der als federführender Projektleiter das ganze vorangetrieben hat. Jetzt aber in einer verdienten Elternzeit ist, nachdem er Vater geworden ist und seine Zeit jetzt mit der Familie verbringt. Dann möchte ich ganz, ganz herzlich natürlich danken hier dem Andreas Schneider, dem Leiter von der Lounge und seinem Team, die letztendlich auch dafür gesorgt haben, dass das Ganze hier planmäßig an den Start geht. Der Carola Bosslet auch heute im wohlverdienten Urlaub, dem Bahnhofsmanagement und nicht zu vergessen, ich freue mich, dass wir heute die Vertreter des Kundenbeirats hier haben und die uns auch eben geholfen haben, eben mit dem Prinzip, mit den Kunden, für die Kunden, dieses Lounge-Konzept zu entwickeln und weiter zu verbessern. Ja, jetzt bleibt mir noch, Ihnen hier einen schönen Vormittag zu wünschen. Genießen Sie die Lounge, gehen Sie in die einzelnen Bereiche, versuchen Sie das nachzuempfinden, was wir hier für die Kunden auch schaffen wollten. Ich freue mich auch auf den weiteren Austausch hier mit Ihnen. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich natürlich für Gespräche auch gerne zur Verfügung und übergebe jetzt erstmal an die anderen Gesprächspartner. Herzlichen Dank.